Du bist ein Audi-Fahrer und dir passiert beim Konfigurieren ein 2000-Euro-Fehler. Welcher Fehler das ist, erfährst du nach dem Intro. Also bleib dran. Tatsächlich, liebe Leute, hat dieser Audi A5 wie viele andere, es ist nicht so, dass er der einzige ist. Es gibt viele Audi-Fahrer, die keine Ambientebeleuchtung haben. Tatsächlich, bei der Konfiguration hat er die Ambientebeleuchtung nicht gewählt. Ihm kostet das jetzt, ist ja nicht so schlimm. Dafür kriegt man wirklich ein super Produkt, eine super Dienstleistung. Wie das alles aussieht, will ich euch kurz zeigen. Die ganze Ambientebeleuchtung gibt es in 30 Farben und ich würde sagen, wir machen eine kurze Runde. Ich will euch zeigen, wie schaut das eigentlich aus, wenn man fährt. Für alle Audi-Fahrer, ihr kennt das. Also die schon eine Ambientebeleuchtung haben, ihr kennt das. Für alle, die es nicht haben, es schaut einfach geil aus. Extrem geil. Es gibt 30 Farben, das Geile ist. Man hat auch die mehrfarbige Ambientebeleuchtung. Das heißt, man kann gerade bei den Türen auch rot, also vorne rot, die Farbe rot einstellen, dass die Ambientebeleuchtung in rot leuchtet. Und hinten, also auch an der Tür, weil es gibt Konturleisten und die hintere Ambientebeleuchtung schaut krank aus. Und das werde ich auch so lassen. Und wir werden eine kurze Runde machen, würde ich sagen. Ich würde sagen, Leute, also, ich sage euch mal, wie das alles abgelaufen ist. Oder wie das alles abläuft. Falls du einen Audi A5 hast und das unbedingt machen willst, kannst du natürlich kontaktieren. Wir müssen tatsächlich alles zerlegen. Türverkleidungen zerlegen, Mittelkonsole zerlegen, Cockpit. Da müssen wir nicht so viel zerlegen, da reicht nur die Cockpitleiste raus. Dann müssen wir natürlich alles verkabeln. Und dann noch die Codierung. Die Codierung machen wir auch rein, wie beim Original. Das heißt, du bekommst ein Ambientbeleuchtung-Menü. Dort kannst du wirklich sehr viel einstellen. In Fahrzeugeinstellungen hat man dann ein neues Menü, Ambientbeleuchtung. Und dann hat man hier gleich die verschiedenen Modis und dann individuell. Hier hat man Kontur. Weiß, Blau, Solarorange, Impulsrot und so weiter, kann man alles einstellen. Unter individuell kann man dann noch extra, zeige ich euch kurz, auch natürlich Helligkeit vorne bei den Türen im Fußraum, Helligkeit, Linienbeleuchtung, Flächenbeleuchtung und Farbe, Flächen- und Linienbeleuchtung. Das ist einfach die mehrfarbige Ambientbeleuchtung, die ich euch gezeigt habe, wo das in Rot und in Blau geleuchtet hat. Extrem cool, wenn man drauf drückt, hat man auch natürlich die Farben und kann alles einstellen. Gefällt mir sehr, muss ich sagen. Wir haben diese Konturleisten extra nachgerüstet. Es gibt natürlich auch eine Lautsprecherbeleuchtung, die wir jetzt nicht eingebaut haben. Aber in dem Set sind natürlich 4 Türverkleidungen, Ablagefachbeleuchtung, Fußraumbeleuchtung, Cockpitbeleuchtung, Cupholderbeleuchtung und bei der Mittelkonsole auch noch die Beleuchtung. Extrem cool, man kann die Farben verstellen im Menü. Eigentlich alles, was man sich wünscht. Was kostet das circa? Weil ich ja natürlich gesagt habe, das war ein Fehler. Natürlich war es kein Fehler. Die Ambientbeleuchtung kostet auch in der Konfiguration was. Bei uns momentan mit dem Set, wie es hier ist, zwischen 15 und 2000 Euro. Kostet eine Ambientbeleuchtung nachzurüsten. Wenn man jetzt das größere Set nimmt, wo die Lautsprecher dabei sind, da sind auch viele andere Sachen dabei. Auch hier eine Mittelkonsole, Carbonleiste gibt mit Ambientebeleuchtung, kostet alles extra, dann ist man irgendwo vielleicht auf 3000 Euro, 3500 Euro, je nachdem, was man machen will. Natürlich, da gibt es keine Grenze, gell? Also das muss ich euch schon sagen. Es gibt keine Grenze, du kannst auch 5000 Euro Ambientebeleuchtung machen, wenn es halt custom sein soll, also modifiziert, nur für dich abgestimmt. Du Audi-Fahrer bist und auch eine Ambientebeleuchtung hast, schreib doch, wie zufrieden du mit deiner Ambientebeleuchtung bist und du vielleicht die Ambientebeleuchtung erweitern möchtest oder verstärken möchtest, denn das machen wir auch. Falls du gar keine Ambientebeleuchtung hast, dann schreib uns auch, dann können wir dir weiterhelfen. Zumindest, dass du mal eine Preisvorstellung hast, wie viel kostet denn eine Ambientebeleuchtung schon nachzurüsten bei deinem Modell. Ansonsten, liebe Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach die Kommentarfunktion nutzen. Danke fürs Zusehen. Alle wichtigen Links, wie ihr uns kontaktieren könnt, findet ihr natürlich in der Infobox. Ansonsten würde ich sagen, liebe Audi-Fahrer, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, bis zum nächsten Video. Adios.